Okay, super. Gehen wir gleich rein. Erstmal herzlichen Glückwunsch, dass ihr wieder hier seid bei mir. Ja, bei mir, Icke. Und ihr, die ihr seid, bei mir, der Icke. Ich bin auf meinem schönen modularen Klangsynthese-Kanal, analogen. Und ich mache einfach mal Ton an jetzt hier gleich. Genau. Difam. Darum jetzt heute. Der Difam. Also nicht um den Difam hier jetzt mal in Depth. Also, ja. Sondern einfach nur mal zeigen, wie das Ding geil ist. Wie geil das Ding ist, ja. Wollte ich mal zeigen. Ich spiele den Difam jetzt mal als Klangsynthese. Das ist jetzt ein Wavetable Synthesizer. Ja, die Wavetable mache ich durch meine. Bestimme ich durch meine Pitches hier. Ja. Der ist nämlich jetzt ein Oszillator, weil er so unfassbar schnell geht. Ich mach mal runter, damit man das sieht. So, hier wäre jetzt ganz normal. Steps. Aber die Mic jetzt so schnell, schön 20.000 BPM, dass ich hier einen schönen Sound habe. Ein bisschen Hallruf. Der ist aber nicht alles. Der Difam triggert jetzt noch schön meine O-Control. Ja. Richtig schnell. Deswegen, warte mal. Da sieht man's. Und der wiederum steuert verschiedene Parameter. Und zwar in Timing vom Difam. Der Difam bestimmt jetzt auch das Timing. Der ist sozusagen mein Sequencer. Ja, der ist nicht nur mein Sound, sondern auch noch mein Sequencer. Und damit wiederum triggert er dann wiederum auch bestimmte andere Sachen. Zum Beispiel Drum-Geschichten. Ja, der kriegt nochmal, geht nochmal zweites Mal raus hier über dem Trigger-Out in den Marbles. Und der Marbles verteilt dann seine Zufallsgates an meine Drums. Zum Beispiel die Bassdrum hier. Snare mit Filter. Und kleine Klick-Klicks aus dem Rample. Und die Klick-Klicks aus dem Rample steuere ich mit dem O-Coast. Also nicht die Gates, sondern die den Sound. Ja, geht nur durch den Filter hier. Geht manchmal auf und zu. Kann ich hiermit dann bestimmen. Ich zeige jetzt mal, wie das geht. Hab jetzt lange genug geredet. Willkommen, habe ich euch auch schon hier heißen. Und jetzt mal los hier, pass auf. Ich mach jetzt mal ohne reden, ja. Das ist jetzt die Snare. Und jetzt geht's los. Thank you.
Ich wollte es mal gezeigt haben. Einfach nur so. Was der Diefam so macht, also ist ja, na, der macht ja alles. Der macht einen Klang. Noise. Also Wind, ja. Schöner Wind macht der schön. Außerdem macht er auch sehr schön. Klang. Klangsynthese. Sequenzt, natürlich wunderbar, Sequenzer.
Sequenced natürlich auch meine Bassdrum und was auch immer. Macht alles Mögliche. Finde ich geil. Wisst ihr Bescheid jetzt? Ja, der D-Farm ist der Controller, der alles bestimmt hier. Ja. So kennen wir ihn. So kennen wir ihn. Und lieben wir ihn. Oder sie. Die Drummerin, Frau Mendersamaserin. Okay, Leute. Ihr könnt mich hier wieder verlieren. Habt mich schon wieder verloren. Ja, ist nicht so schlimm. Ich wollte immer mal den D-Farm zeigen. Ist ja ohne. Also Teile davon. Ich habe ja noch nicht gezeigt. Ich habe einfach nur hier rumgespielt. Und ein paar Sachen damit gesteuert. Aber interessant, was dabei rauskommt, oder? Und das war's eigentlich schon. Danke. Für zuhören und zu kicken. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Euer Dr. Spree.